Mahlzeit, willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen On-Tour-Vlog. Und wir sind am Bahnhof, wie ihr seht. Und wir reisen weiter, achterbahnmäßig, machen eine Tour. Und wir fahren nicht mit dem Zug, weil wir jetzt komplett Panne sind und wir denken, dass man mit dem Zug irgendwo hinfahren könnte. Aber erst ein kleines, ganz kleines Stück von unserer Reise ist Zugfahren. Und wir frühstücken jetzt erstmal, es ist nämlich noch sehr früh an diesem sonntäglichen Morgen. Wir verlassen das Dorf, sitzen im ICE, in unserem Zipper. Warum so Kisten? Ja, Gott, was ist? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das hier komplett Zipper. Nur viel Arbeit. Und die anderen, auf der Zeit durch. Ja, jo, Freunde der Sonne, wir sind im Frankfurt Airport am Start, haben jetzt eingecheckt, wir mussten Uschi nochmal separat einchecken, denn gestern haben wir ja Online-Check-In gemacht und dann kriegt man ja auch seine Bordkarte schon, kann man die schon ausdrucken, und der Zufallsgenerator hat zugeschlagen und hat uns nur meine Bordkarte gegeben und nicht die von Uschi, denn das machen die ab und zu so kontrollieren mäßig und dann musst du dann mit deinem Pass die Bordkarte hier vor Ort ja dann ausdrucken. Haben wir auch gemacht, haben jetzt das Gepäck aufgegeben und gucken jetzt, wo wir hin müssen. Also, ne, das ist schon wieder so ein Ding, wo ich denke, boah, echt jetzt? Denn diese Tour ist wirklich nicht, die steht nicht unter einem guten Stern. Und unsere ersten Flüge, das haben ja vielleicht einige von euch mitbekommen, haben wir mit Air Berlin gebucht, die uns bekanntermaßen nicht mehr transportieren. Celavi, das Geld ist weg, aber an dieser Stelle ganz, 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 ganz großes Dankeschön, ganz viel Liebe an euch alle, die da ein bisschen supportet haben und über den PayPal-Link oder Patreon in der Videobeschreibung was gespendet haben. Vielen, vielen lieben Dank, das hat uns auf jeden Fall den Arsch ein wenig gerettet, so dass ich mir nicht denken muss, oh mein Gott, das ist so dumm, was wir hier tun. Es ist trotzdem dumm, was wir hier tun, denn wir haben neue Flüge buchen müssen. Damit das funktioniert, auf eigene Kosten logischerweise, die doppelt so teuer waren wie die alten. Also haben wir einmal fliegen für den Preis von drei vorher. Es wird links überholt, nicht rechts. Ja, wir sind nicht auf den Philippinen. Und dann kommt noch dazu, dass wir letztens haben wir eine E-Mail bekommen. Da hat unser Hotel uns storniert, weil die angeblich Sturmschäden von Irma haben. Und jetzt merkst du schon, wie es bei den ersten rattert. Sturmschäden von Irma, da war doch was. Weiß ich nicht. Ja, meistens schon. Und ja, tada, wir fliegen nach Orlando. USA, USA, USA. Wenn wir uns reinlassen. Wir müssen noch, wenn wir dann nach 10 Stunden Flug gelandet sind, müssen wir noch am härtesten Türsteher der Welt vorbei. Aber dann. Dann geht der Bank ab. Dann stehen uns 15 Tage Bromando vor. Und ja, ihr begleitet uns jetzt. So sieht's aus. Jetzt haben wir schon mal drei Sachen gehabt, die uns versuchen davon abzuhalten, dahin zu kommen. Aber wir ziehen durch. Außer wir stürzen ab. Wahrscheinlich kommt mein Gepäck nicht an. Ja, wir ziehen durch, bis irgendwas uns umbringt. Das ist jetzt aber keine Herausforderung an Schicksal. ja, bis später. So, ich bin drin. Und da wir in die USA fliegen, wird ab und zu stichprobenweise ein paar Leute rausgepickt, aussortiert, die dann special separat zum Security-Check müssen. Und Uschi hat's erwischt. Also läuft bei uns. Das letzte deutsche Bier für zwei Wochen. Geil. Normalität. Let's go! Let's go!
schon mein Highlight. Frische Frühstück. Ja. Schon an den Frühstück. Die nächsten 10 Stunden gibt es keine frische Frühstück. Okay. Wir sind drin, wir sind in Orlando. USA. So, jetzt Immigration lief zack, zack. Bei uns beiden war einfach nur so, wie lange seid ihr hier? Warum? Right hand, Daumen. Left hand, Thumb, Photo, thank you. Fertig, raus, geh. Auto, also wir haben das ja vorher schon reserviert, haben das jetzt angemietet. Wir können uns aus Zone 3 irgendeins aussuchen. Das ist wie auf der Kirmes, weißt du, ich hab so viele Punkte. Ja, du kannst dir von da und da was aussuchen. rechts. Ist right. Boah. Das ist wie im... Ja, this is the shuttle. Es ist wie im Tropenhaus hier. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig eklig. Das war die Klimaanlage. Jo. So, Yippie-Ki-Yo, Freunde der Sonne. Wir haben auch jetzt schon eingecheckt, sind mit dem Auto auch gefahren. Oh Gott, ich habe irgendwie nicht ganz rausgefunden, wie der Tempomat funktioniert. Du kannst hoch und runter zappen und ausmachen, aber du kannst ihn nicht einschalten. Das ist auch scheißegal. Wir sind in unserem Hotelzimmer. Wir haben ein, da unser anderes Hotel uns ja storniert hat, haben wir ein neues buchen müssen und das ist jetzt trotzdem noch teurer gewesen, als das, was wir zuerst gebucht hatten. Wir sind in einem Super 8 untergekommen, das werden die meisten von euch wahrscheinlich dann auch schon kennen, die schon mal hier in Amerika unterwegs waren. Und ne, zwei Queen-Size-Betten, Klimaanlage, da ist ein Bänkchen hier, Schreibtisch, Stuhl, Fernseher, Mikrowelle, Kühlschrank, Eisbucket-Dings hier, Kaffeemaschine, Schrank, Dingens-Görg hier, Safe. Waschbecken ist dann hier und Klo und Dusche sind noch dann da drin. Wir haben mega geil, wenn man da rausguckt, vielleicht zeige ich euch das gleich auch noch, ist der Funspot Park.
da raus guckt, ist noch ein Freizeitpark und dann hintendurch scheint noch ein weiterer Freizeitpark zu sein, den ich noch nicht kannte. Der da ist, weiß ich aber, dass da kein Count steht. Und quasi auf der anderen Straßenseite, das habe ich jetzt noch nicht ganz geguckt, ist theoretisch auch schon Universal. So, und dann nochmal kurz von mir, vor unserem Super 8, wir waren jetzt kurz unterwegs, sind einfach eine Runde um den Block gefahren und haben im 7-Eleven kurz was zu trinken gekauft. Wollen wir halt morgen in Ruhe machen, einkaufen gehen und ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video sieht. Ja, hinter diesem Turm ist ein Freizeitpark und das, was hier so leuchtet, ist auch das Riesenrad von dem Funspot Park. Hier steht eine Palme, es ist total schwül und drückend. Ja, aber es frischt auch leicht auf. Also für uns ist es jetzt 3:55 nachts und wir sind um 6:30 aufgestanden heute Morgen. Und hier ist es aber erst. Ja, deswegen trinken wir auch nur noch eben was und dann machen wir auch Hayabubu. Also ich bin nicht müde oder kaputt, aber wir wollen morgen früh die ersten Coaster wegholzen hier und deswegen machen wir mal erstmal ein bisschen chillig heute. Das war's dann mit unserer kleinen kurzen Anreise zu unserer Tour nach Orlando und was wir alles machen, das seht ihr in den weiteren Videos. Ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten. Danke für den ganzen Support und euer Bro für das Video Magazin. Peace. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Wir haben uns ein Feierabendbierchen geholt und es gab eine Tüte dazu. Oh yes! Braune Papiertüte zum Bier dazu. Ich bin super glücklich. Nur ich bezweifle, dass die Dose da reinpasst. Wie dafür gemacht? Krass. Ist das geil, oder? Ist das geil, Alter? Ah, ich liebe es, ey. Mega cool. Ich feiere das hart ab. Wahrscheinlich denken wieder 90% von euch, der Typ ist komplett Banane, aber ich finde es mega gut. Was ich noch erwähnen wollte, hier laufen Geckos an den Wänden und wohnen in den Ritzen vom Haus und riesige Heuschrecken hatten wir jetzt auch schon. Läuft, läuft. Aber jetzt... Wir hatten schon einen Autounschluss. Gute Nacht, haut rein.